Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Pixelmon Mod mit ganz vielen anderen Mods und bla bla bla. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen um diese Sachen hier kümmern und dann gehen wir wieder auf die Suche nach einem Dingsbums. Und werden dann unser Trikot mal ein bisschen trainieren, genau. Also, ich weiß nicht, was ich tun soll. Lagern. Ich muss mal ein bisschen lagern. Das lagern. Das lagern. Und den Scheiß können wir lassen. Die Schere. Oh Gott. Ich habe die Schere hingelegt. Die Schere brauche ich doch für die Schafe. Also. Gib mir wo. Ah, genau, ich muss sie zuerst mal ein bisschen füttern. Wir haben aber zu wenig Weizen hier. Wir haben sicher noch oben Weizen. Ein oder zwei Weizen reichen. Also ein Weizen oder zwei Weizen nehmen. Zwei oder vier. Nichts. Ja, da müssen wir noch warten, weil die sowieso bald wieder die Haare, also die Wolle bekommen. Kann man die jetzt schon mal scheren. So. Also eben, Bauplatz suchen, Pokémon trainieren und so weiter. Und die bekommen schon kleine Sprösschen über. Sie vermehren sich. Also, wohin wollen wir die Wolle tun? Haben wir irgendwo eine Wollding? Da haben wir die Wolle. So, der. Also, jetzt gehen wir aber mal ein bisschen umschauen. Schauen wir uns um in diese Richtung. Okay. Wir suchen nach Pokémon, die das Ding. Zum Beispiel Meetank. Kannst du doch besiegen, oder? Absorbieren. Ja, schwach. Ah ja, ganz klar. Verlieren wir schon, oder was? Ja. Ah je. Stampfattacke ist sehr stark. Stampfer, oder wie das heißt. Fairy Cutter. Ah, das hat so extrem viel Leben. Ja, Rockblast hab. Ah, viermal getroffen. Das ist so eine Attacke, die mehrmals trifft. Auch viermal getroffen. Ja, genau. Wie wär's mal mit ein bisschen stärker, bitte? So, jetzt. Also gehen wir mal wieder zurück. Faint Attack. Sand Attack. White Draw. Weg. Was ist White Draw? Also. Nassmacher? Oder was ist das? Jedenfalls, ich setze eigentlich nie defensive Attacken ein. Komplett einer, der auf Offensive geht. Ja, einfach hier reinlegen. PC-Ding benutzen. Pokéhealer. Healstation. Und dann kann es ja richtig mal losgehen. Mit dem Bauen. Wenn wir dann endlich mal ein schönes Gebiet gefunden haben. Wie zum Beispiel ein Wald oder eine Ebene reicht schon. Aber Wald wäre natürlich top. So ein schönes Bauprojekt. Ich liebe das. Und nebenbei eben leveln und so. Also ich werde natürlich nicht alles auf Ding setzen. Aufbauen. Also ihr werdet bei mir im Projekt nicht immer bauen sehen.
sondern natürlich auch Pokémon trainieren, Pokémon fangen und so weiter. Später dann auf die Jagd gehen und so weiter. Auf die Jagd nach Legendaries und so. Ja, also eben. Komm, den schaffen wir. Sehr schön, hopp. Sehr schön. Level 11, 12, 13. Haha. Und wir haben ein bisschen Geld bekommen. Für jeden Kampf gibt es Geld. Klick ist ein bisschen zu. Ich weiß nicht, das ist Stahl. Pflanze ist nicht gut im Stahl, glaube ich. Neutral oder gar nichts. Keine Ahnung. Bei Stahl kenne ich mich zu wenig aus. Da ist ein Level 7er. Was? Wing, Iso. Iso? Ich wollte Iso genau sagen. Oh, das ist zu schwer. Pound, hopp, 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 hau, hau ab. Dick da, komm schon, du schaffst das. Oh Gott. Rockblast, komm. Ach. Rocktroll. Magnitude. Yay. Trico Level 14, 15, 17. Ah. Das ist jetzt das andere. Okay, gut. Level 17. Geotude. Und hier haben wir ein. Das ist ein Waldbiom. Wir mussten nur nach rechts und dann haben wir ein Waldbiom. Ja. Lol. Na toll. So. Hier haben wir ein Waldbiom. Oh, schön mit 10. Wieso haben wir das nicht früher entdeckt? Geht's noch? Hier haben wir Wölfe. Könnten wir auch mal züchten. Aber wir haben keine Knochen dabei. Wahrscheinlich allgemein wenig Knochen, weil wir ja die Monster nicht anhaben. Hier haben wir einen speziellen Baum, den möchte ich haben. Zuerst werde ich aber diesen Baum hier fällen. Okay, hier ist dann Vertania City, sagen wir mal. Da können wir irgendwie daneben Mamoria City machen. Also wenn ihr euch auskennt mit dem Stil von der Serie oder so, ich glaube, dort war es nur ein Pokémon Center, ein großes und irgendwas. Und sah es gar nicht richtig. Aber, ja, wenn ihr euch damit auskennt, dann dürft ihr mir gerne da ein bisschen helfen. So, haben wir ein großes Waldbiom hier? Ich denke schon. Wir brauchen nämlich Platz. Und hier bei diesem See, ja, ein bisschen südlicher. Also, ja, komm hier. Bei diesem See fangen wir an mit irgendwas. Hier haben wir noch einen Stein, also werden wir hier irgendwo anfangen. So, genau hier. Vertania City. So. Haben wir das schon mal? Hier haben wir ein Lavafeld. Ein Lava-Teich. Und hier unten, da haben wir nochmal so einen Baum. Hier haben wir Vulkanus. Schön. Hier
Ja, jetzt haben wir genug Setzlinge, um die anzubauen. So, sehr schön. Ah, das ist ein anderer Ahorn. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Gut. Dann haben wir noch Ahorn. Hoffentlich ist es auch ein schönes Holz. Ja, das ist recht schön. Das ist so zweifarbig. Ich erkunde mal weiter dieses Gebiet. Und das ist schön, dass wir jetzt ein Waldbiom gefunden haben. Und nicht immer das gleiche. Das ist Tigerwood, oder? Nein, das ist auch Ahorn. Das werden wir uns auch klären. Und setzen das dann später mal irgendwo halt in Vetania City. Irgendwo. In einen Park. Also wir müssen das ganze Biom mal erkunden. Um zu schauen, ja, wo wir was bauen sollen, wollen und so weiter. Und hier haben wir wieder ein Fischding. Ein Fischproblem. Das ist doch schön. Ein Level 17 Carbador. Ja, wir töten es. Wir fangen es nicht. Weil ich es ja nicht einsetzen will, weil das Wasserflug ist dann. Und Pilsweet können wir mit Leer schreiben. Und jetzt ist die Evolution zum Reptain. Sehr schön. Ja, wir sehen es jetzt gerade schlecht. Jetzt ist es besser. Lol, wie fett das noch ist. Jetzt. Ja. Reptain. Fury Cutter. Naja. Wir haben ein Ding, wir können Pfund überschreiben. So, jetzt haben wir unsere erste Entwicklung. Schön. Aber eben, dass wir das unser Team bald verlassen. Und wir nehmen einen Typ, den wir nicht so Ding wegen der Challenge. Und Pflanzen ist jetzt wirklich nicht ein Typ, den man oft nimmt. Ich weiß es ja nicht, wie es heutzutage ist, aber früher hat man eigentlich Pflanzen nicht so oft genommen. Einfach der Starter hat man genommen. Es gab halt auch nicht so viele starke Pflanzen-Pokémon am Anfang. Ultiga, also Sarzenia war stark, ja. Aber auch nicht so stark, dass man es wirklich gerne einsetzen konnte. Und natürlich Giflor, aber die hatte ich in der blauen Version gar nie. Weil es die da nicht gab. So, hier haben wir einen Halesia-Holzbaum. Sehr schön. Hier haben wir einen Riesenbusch. Ich möchte einfach Vetania City noch nicht so fortgeschritten bauen. Also ein bisschen schon. Ein paar Villen. Aktuelle, moderne Villen. Und sonst... Ja, den lassen wir. Sonst irgendwie, wir sind mega knapp dran vorbeigegangen. Hätte ich das früher gewusst, dass hier rechts das Biom ist, dann hätten wir ein bisschen früher anfangen bauen können. Aber eben, das weiß man ja nicht. Wie soll man das wissen? Jetzt ist doch viel besser. Also, jetzt haben wir... dieses Biom, das wir gebraucht haben.
Und hier haben wir einen großen Gold King, der nicht im Wasser schwimmt. Der was wahrscheinlich fährt, ja, fast schon ertrinkt in der Luft. Er luftet, wenn man das so sagen sollte. Hier haben wir einen Kadabra, das ist aber zu stark. Also, das Biom ist eigentlich recht groß, ja. Gut zum Bauen. Dann können wir direkt dann noch ein anderes, zum Beispiel Baumhausen oder so etwas. Ist dieses, was ich gemeint habe, aus der Rubin- und Saphir-Version und Smaragd. Das können wir dann nochmal bauen, irgendwo im Dschungel. Und im Schneebiom kann man irgendwie Winter irgendwas. Ich kenne es leider nicht, aber es gab in der Platin-Version ein Schneedorf. Da werden wir einfach irgendwas bauen, weil ich mich nicht auskenne. Werden wir da einfach irgendwas bauen. Was nach Pokémon-artig aus. Nach Pokémon-Art aussieht. Ein Minun. Das wird uns paralysieren, das lassen wir mal. Oh, hier haben wir noch die schönen Bäume. Die grünen Hölzer, Trauerweiden, also Weidenholz. Die nehmen wir natürlich auch mit. So, Delle. Das ist grün. Das ist weiß, das ist das andere. Das ist grün, ja. Mal schauen, ob wir hier auch etwas draus bauen können. Was ist das? Das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von dem kleinen Teil da. Also das ist. Ja, ich kenne die neuen nicht. Ist das die Weiterentwicklung des Wurms? Nö, oder? Also hier haben wir auch noch Platz für eine Stadt. Denke ich mal, hier haben wir sogar ein Poké-Center. Dann gehen wir mal. Ah, hier ist ein kleiner. Klein gegen klein, also noch kleiner. Dann werden wir mal angreifen mit Fury Cutter. Ah, so Quick Attack. Pfund. Oh Gott. Komm schon. Rock Throw, komm. Ja, toll. Wir haben verloren. Ja, ich wollte es eigentlich nicht angreifen, ich wollte es daneben tun. Aber jetzt haben wir alle verloren, Pokémon. Wir sind ohnmächtig geworden und... Steht das irgendwie? Nein, es steht nichts. Also wir verlieren gar nichts, das ist klar. Wenn wir alle Pokémon verloren, also ja, alle besiegt sind, alle bewusstlos, passiert einfach nichts. Wir können einfach nicht mehr angreifen. Ja, toll. Wieso bauen sich diese Pokémon Center immer irgendwo mit in die Erde rein? Das ist ein kleines. Ja. Also hier könnten wir auch die Stadt bauen. Oder eben eine Nebenstadt oder so. Es ist einfach hier. Okay, wir können eigentlich gemeinsam. Ich müsste einfach dann noch da oben schauen. Ja, schauen wir mal nach dort oben. Ratika, Radfratz. Also sieht doch sehr gut aus. Hier könnten wir sogar eine zweite Stadt bauen.
Also eben eine andere, zum Beispiel Prismania City, könnten wir hier bauen. Also Platz haben wir mehr als genug. Hier könnten wir noch den... Ja, wir haben keine Axtbauer mehr. Ich glaube nicht, dass es ganz klappt. Ja. Okay, es hat auch geklappt, aber mit ein bisschen Verzögerung. So, jetzt haben wir zwei von denen. Das reicht. Und wir gehen jetzt noch weiter. Hier haben wir einen Pokémon-Markt. Mhm. Eine Birke könnte ich doch noch mitnehmen. Wenn wir hier schon Birken haben. Oh, hier ist ein Sumpf. Ein Sumpf. Haben wir die Birkensetzlinge? Ja, wir haben genug Birkensetzlinge. Ja, ich mag irgendwie das so, die Sumpftexturen in diesem Pack nicht so. Die sind so dreckig. Nee. Aber halb so schlimm. Ja, die Ender Chest können wir halt noch nicht abbauen. Wenn wir die so abbauen, bekommen wir die über. Nein, wir bekommen Obsidian über. Aber gleich 8 Stück, das ist doch mal super. Dann nehmen wir doch noch die mit. Kann man die so abbauen? Und die kann man eigentlich einfach so abbauen, genau. Sehr schön. Haben wir noch ein paar Bücher. Das lassen wir. Mehr Bücher brauchen wir wirklich nicht. 3 pro Bücherregal. Ja, da kann man recht viel herstellen. Da haben wir so ein Baumwollteil. Also der Sumpf geht hier nicht gerade nach oben. Das ist gut. Der geht jetzt hier rüber. Sumpfstadt. Welche Stadt ist in einem Sumpf? Keine eigentlich. Es gibt eigentlich sehr wenig Sümpfe. Aber eben, wenn ihr Vorschläge habt, nur ab in die Kommentare, nur zu. Dürft ihr gerne ein paar Dinge. Es ist ja sehr interaktiv, dieses Projekt. Alle Projekte sind bei mir auf dem Kanal interaktiv, da dürft ihr mitmachen oder einfach nur stumm sein, wenn ihr wollt. Es ist ja Fan, es ist alles nicht an einem Vertrag verbunden bei mir, nichts, und ich werde es auch so lassen. Ich mag es nicht, wenn man mir irgendwo ein, also wenn ich einem Sponsor folgen muss und so. Das ist nichts für mich. Ich werde niemals einen Sponsor nehmen. Ich werde das Geld woanders verdienen. Über den Fußball und sonst irgendwie. Und nicht über YouTube. Werbung. Ich mag überhaupt keine Werbung. Die geht mir meistens auf den Geist oder sonst irgendwas. Und deshalb habe ich eine Ablehnung gegen Werbung. Eine große Ablehnung. Kürbisse haben wir schon. Also hier haben wir ein Riesenbiom. Also das ist ja mal richtig schön. Wir könnten eine gigantische Stadt bauen. Sowas von schön. Nicht schlecht. Ich liebe mega, also Large Bioms. Große Biome. Und wir werden das genießen. Wir haben ein Pokémon Center gefunden. Das heißt, wieder heilen können.
Wir können uns wieder heilen. Hier haben wir eine Wüste wieder. Wie viele Wüsten haben wir jetzt gefunden? 1, 2, 3, 4. 4 Wüsten. Okay. Hier haben wir einfach mal abgeschnittenes Wasser. Ah, hallo. Pokémon Center. Ah, es gibt einen Mod. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Da kann man auch NPCs erstellen, aber ich weiß nicht, wie der geht. Also, was man da machen muss in diesem Mod. Ab dem werde ich natürlich einen installieren, wenn ich den herausgefunden habe. Hier haben wir irgendwas mit Stein da vorne. Mal schauen. Da. Okay. Sieht lustig aus. In der Wüste. Ah, hier haben wir einen Hyperball, Lootball. Haben wir noch Platz? Ja. Dann nehmen wir noch ein paar Kaktüschen mit. So, haben wir irgendwas hier, was wir besiegen können? Das da. Was waiting? So lange warten. Pursuit haben wir hier auch. Leer. Weg damit. Hier sieht man gut eigentlich die Pokébälle, weil wir halt recht weit sehen. So, also können wir noch das Sandern besiegen. Wir haben ja keine Bälle dabei, ja, das ist schade. Oh, hier ist ein großes Kanimani. So, wir warten jetzt uns zurück. Ist gar nicht so weit. So, also jetzt haben wir hier verschiedene Bäume, die wir jetzt setzen. Und die. Wo sollen wir die setzen? Da drüben. Da, ja. Ist nicht so gut. Da eine, da eine, da eine. Tier, Tier. So meine ich. Gut. Ich hoffe, die wachsen bald.
Die backen wieder mal nur herum. Wir müssen sowieso ein bisschen Platz machen. Wir brauchen wieder Kisten natürlich. So, haben wir hier was zum Reinlegen. Bücher, ja genau. Also nehmen wir Traubenholz mit, wir nehmen die Birken mit, die Kohle und hier das Holz. Wo haben wir das Holz hingetan? Ach egal. Ah ja, das ja hier. So, hier ein Birkensetzling. Hier unten ein Weidensetzling, bitte. Das reicht. Dann haben wir irgendwie blaue Beeren haben wir noch nicht. Müssen wir die noch holen? Wir könnten hier mal alle Beeren an einen Fleck machen. Blaue Beeren haben wir rote nicht. Rote Beeren. Scheinbar schon. Wir haben noch gelbe Beeren. Okay, gut. So. So, jetzt tun wir noch ein paar Dinger bauen. Aus Metall. Nein, hier. Wir müssen noch aus Eisen die Unterteile bauen. Haben wir genug Eisen, sonst holen wir noch ein bisschen. Ich denke schon. Machen wir den Hammer mal kaputt. Ah. Die müssen wir auch noch kloppen. Ich habe kein Ding mehr. Keine Stöcke mehr, so. Und jetzt nochmals ein Hammer. Die Unterteile bitte. Soll ich mir eigentlich schon ein Ding größere Bälle machen? Superbälle wären nicht schlecht. Vorbereiten können wir schon mal. Also, tun wir ein bisschen vorbereiten. So, den Rest können wir mal anders mal bauen. Die rein, die rein. Und jetzt die blauen sind gekocht. Wir brauchen mehr blaue. Ah, blaue haben wir gar keine. Hä?
Ja, da müssen wir blaue suchen gehen. Das ist nämlich nicht gut. Hier haben wir nur gekochte. Die normalen könnten wir anpflanzen, hätten wir anpflanzen können. Aber die nicht. Wo haben wir hier Geld? Wir haben doch irgendwo noch Geld. Da. Und da zum Beispiel. Auch hier rein. Also bauen wir die mal zusammen. Und schauen dann auch, dass wir noch grüne finden können. So, da. Die tun wir hier oben rein. So, also blaue Aprikosen. Die gibt's sicher hier. Wo ist jetzt dieses Group All? Ich habe doch hier ein Ding gesetzt. Ein Group All möchte ich gerne haben. Dann gehen wir halt nochmals da drüber. Laufen wir halt nochmals. Und könnten wir Reptane schon? Nein, das geht noch nicht. Ich hoffe dann, dass größer, also Gewaltro. Oh. Noob, noob. Wie macht der Zug? Noob, noob. So, wir haben alles jetzt. Wieso ist hier ein Loch? Wieso ist dieses nicht gestorben, das mir sagt? Wieso bin ich gestorben? Okay, muss ich ein Schild hin tun? Delete. Haus. Ich muss sortieren. So. Die arme Rüstung hier. Jetzt ist wieder gut. Den Hammer können wir reinlegen. Das Eisen auch. So. Ja, jetzt muss ich ein bisschen besser schauen. Also ein bisschen besser schauen. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt gewesen. Da ist auch ein Loch, aber nicht so ein tiefes. Oh, das Onyx möchte uns begrüßen. Herzlich begrüßen und versperrt uns den Weg dadurch. Ich stecke im Onyx fest. Also hier sieht man nichts vom Dingbiom, vom Waldbiom. Bisschen weiter unten hätten wir es gesehen oder so. Nein, denke ich auch nicht. Also hier sehen wir immer noch nichts. Es ist dort auch ein bisschen weit weg noch. Ob das so nah an unserem Haus ist, hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, man muss ein paar Biome noch durchsuchen. Bis wir eins finden, aber ich habe immer dran gedacht, dass wir eins finden werden. Also immer dran geglaubt, dass wir eins finden, das ist ganz klar. Und da, die haben wir ja, oder? Ja, das sind die Bären. Ja. Maulbeere. Sind die wirklich so? Ich dachte, die sind blau oder so. Keine Ahnung. Maulbeeren.
Haben wir die überhaupt in Europa? Ich kenne mich nicht aus mit Maulbeeren. Bei uns heißen sie anders. Ich kenne den Namen nicht so. Wir sagen nicht Mulberry. Wir sagen hier was anderes. Hier haben wir blaue Apikoko. Sehr schön. Und jetzt unbedingt dann lagern. Also hier hätten wir es nicht gesehen, hier drüben. Wir sind ja hier ganz unten links von der Karte. Sind wir ja entlang gegangen, das hätten wir niemals gesehen. Aber ein bisschen umschauen hätte ich mich trotzdem dort können. Und wir haben... Ich muss die Wasser-Pokémon hier runterstellen. Ich habe gedacht, ja, im Wasser, die haben genug Platz zum Spawnen, mache ich hier ein bisschen hoch. Und wie man sieht, ja, es sieht halt ein bisschen schrecklich aus. Bei kleinen Seechen. Weil die können nicht anders spawnen. Also, das war der Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Der Part irgendwie, was ist, 8 oder so? Ich will nicht Tode. Vergesst es jetzt. Also, ich muss es pflanzen noch. Gut. Das Grüne haben wir ja. Ich noch ein paar rote pflücken. Die werden immer so schnell, die wachsen extrem schnell. Ein paar grüne, auch wenn wir die nicht brauchen. Schwarze muss ich mal pflücken. Und auch wieder pflanzen. Eben die blauen brauchen wir. Ah ja, die gelben. Für Hyperbälle. So, dele. Die Rosanen brauchen wir nicht, Freundesbälle, nee, nichts für uns. Gut, also, das wär's. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.